jetzt auf letzter Strecke. Yay, die Ilva wurde adoptiert. Warte. Ich nehme willkommen bei Als Ilva Gaming. Heute ist mal dabei. Hello! Es war schon immer mal mein Traum, einfach so als ein Pet zu spielen und raus in die Stadt zu gehen und sagen Hello! Und da haben wir mal so ein bisschen auf TikTok gescrollt. Da haben wir einen Hack gefunden, wie wir ein Pet sein können. Wir haben diesen TikTok-Hack auch gleich für euch getestet und zeigen euch jetzt, wie ihr auch als Pet spielen könnt. Also, da braucht ihr erstmal so ein Pet mit keinem Namen. Ich nehme hier mein Neon Shadow. Also, da braucht man hier noch so einen Tombstone. Okay, diesen Tombstone. Hier. Und wenn man ihn kuschelt, da ist man unsichtbar. Magst du mal zeigen, wie das aussieht, wenn ein Pet keinen Namen hat? Also, guck, da geht man hier. Ich denke, das kann man leider nicht auf dem iPad machen. Aber so. Und man muss im Prinzip ganz viele Leerzeilen machen. Ja. Und ganz unten kann dann irgendwas stehen. Aber das fällt dann im Prinzip aus dem Bild raus. Ja, also funktioniert es beim iPad nicht. Wir haben es ganz oft versucht und es geht einfach nicht. Und wir haben ihn einfach so schon ohne Namen bekommen. Also benutzen wir den. Nächster Hack. Wenn ihr ein Tier habt, das schon keinen Namen hat, dann könnt ihr das auch nehmen. Ja. Also, dann müssen wir uns hier erstmal verkleiden. Schon mal Avatar. Wir müssen fast alles ausziehen. Ups, nein, die Sparkles. Oh, was ist das denn für ein Gesicht? Ich mag das da mehr. Also, da müssen wir alles ausziehen. Hier, was so raussteht. Also, wir müssen nicht unsere Klamotten ausziehen. Aber wenn ihr wollt, dürft ihr es mal machen. Aber ihr mach's nein. Nicht. Nee. Bleibt schön angezogen. Ja. Zumindest Unterwäsche. Ja. Ja, oder? Da müssen wir diesen nehmen. Echt, warum denn das? Das wirst du sehen. Okay. Weil der wird am unsichtbar sein, weil er so wenig ist. Ah, kann man dem noch die Haare ausziehen? Ja, das werden wir jetzt auch machen. Guck hier. Aber wir brauchen erst noch keinen Kopf. Yes. Daneben. Wow. Oh Gott. Dann sehen wir so aus. Und dann nehmen wir jetzt unseren Tombstone, kuscheln den. Ja. Ist nur doof, dass man dafür einen Tombstone braucht, weil ich weiß, dass jeder einen hat. Ja, die Tombstones, die sind wohl super rare. Das war voll der Zufall, dass die Ava einen hat. Und ja, geht mit was anderem geht das gar nicht, ne? Nur mit dem Tombstone. Weil der Tombstone macht dich ja unsichtbar. Ah, wenn man den jetzt kuschelt. Und wenn man ihn wegmacht, darf man so lange unsichtbar sein, wie man will. Ach, wie cool. Bis man Reset Character macht. Talk. Und jetzt bist du im Prinzip unsichtbar. Wow. Und guck, so sieht es aus. Und warte, da müssen wir uns noch umnennen. Und zwar in Shadow Dragon. Oh ja. Shadow Dragon. Guck, das sieht so aus, als ob es ein Name vom Pet ist. Warum steht denn da Flair? Was bedeutet das? Das ist, wie alt es ist. Ah, okay. Jedes Pet hat es. Das kann man leider nicht wegmachen. Okay. Vielleicht ist da ein Hack und ich kenne ihn nicht, aber ich weiß es nicht. Also das hat jetzt schon mal super geklappt. Ava ist unsichtbar. So, dann müssen wir jetzt... Und warte, ich habe eine Idee. Dann gehen wir jetzt erstmal raus. Okay. Du bist ja privat, ne? Nein. Ich bin privat. Guck. Ja. Oh, eigentlich wollten wir nämlich jetzt so gucken, ob jemand die Ava adoptieren ja, möchte. Ja, das werden wir aber noch machen. Okay. Ja. Was machst du jetzt? Wir holen uns jetzt so eine Mini-Potion. Ah. Damit es wirklich so aussieht, als ob wir so mini wären. Weil so sehen wir ja ganz groß aus. Und so ist ja kein Pet. Keiner will ein Monster-Tier haben. Ja, stimmt. Ach, und jetzt machst du den noch klein? Ja, da brauchen wir... Ah. Bleibt das dann auch, wenn du den Server wechselst? Aha. Für 10 Minuten. Ah, wenn, okay. dann kaufen wir uns gleich 2 Potions oder auch 3. Ja, kauf dir mal 3. Was? Nee, nicht, dass dich jemand adoptiert und dann machst du buff und bist wieder so. Das wäre nicht so gelungen. Ja. Oh, wo ist er denn hin? Ach, aber ich habe eigentlich noch einen Hack, wie es funktionieren würde. Aber er ist ein bisschen schwierig, weil da kann man nicht richtig sehen, was passiert. Den habe ich schon mal benutzt. Da nimmt man einfach so einen Propeller. Ja. Toys. Warte mal. Fertig! Oh, wie cool. Das sieht wirklich so aus, als ob nur so ein Shadow spielt. Stimmt, das ist also witzig. Da brauchen wir bei Big Head Potion. Nein. Ich denke, das... Ah,
ich denke, das ist hier nicht in der Sky Castle. Ups. Ups, wo ist das? Und das ist bei diesem Mushroom House. Ah, na dann flieg da mal schnell hin. Normal geht ja Mama auch nur in Wänden. Komm. So sieht es ja auch komisch aus. Hast du gerade gesagt, normal geht die Mama nur an Wänden? Ja, das tut sie auch. Stimmt, ich kann nicht mehr gut laufen. Also im echten Leben schon, aber nicht im Spiel. Ah, da sind noch mehr Punkte. Oh ja, oder mir ist gerade eingefallen, man könnte einfach so diese Invisible by Translucent Tea Potion für 200 benutzen. Ich denke, das ist ein bisschen günstiger. Aber jetzt haben wir Tombstone benutzt. Genau. Gut. Ach, das könnten wir dann nachher nochmal ausprobieren. Ja, das werden wir dann, denke ich, nochmal probieren. Oder das machen wir in einem anderen Video. Ja, Leute, dazu gibt es dann bald einen Teil 2 und wir schauen, ob das damit dann auch funktioniert. Genau. Okay, hier. Also haben wir jetzt 2 gekauft. Okay, 2 müsst ihr erreichen, definitiv. Ja, also, gut. Dann müssen wir jetzt hier erstmal, denke ich, na? Stop right erstmal. Stop! Gut, hier also erstmal Feed. Feed, okay. Und dann wird es erstmal Mini-Pups. Und dann, wenn wir es reiten, wird es normal wie jetzt. Guck. Okay. Oh. Was denn? Hat nicht funktioniert. Müssen wir es sehr gut reit machen. Feed. Oh nein! Oh, wenn wir es reiten, das ist immer groß. Oh nein! Och, wenn ich musste halt daneben herlaufen. Aber das würde ja auch funktionieren. Gell? Aber dann heißen wir halt Shadow Chicken. Das macht nichts. Ja. Das fällt bestimmt keinem auf. Da musst du halt nah dranbleiben und vor allem darfst du dich nicht viel bewegen. So, und jetzt gehen wir mal in einen Public Server und gucken mal, was passiert. Hier, gut, da müssen wir jetzt in die Stadt gehen. Mal gucken, was passiert. Ich schreibe schon mal Pliss. Pliss adopt me. Oh, hier ist nur eine Person. Pliss adopt me. Pliss adopt me. Ach, wie süß. Warum ist da nur einer? Wo bist du denn gelandet? Warum ist hier nur eine Person? Das will ich mal wissen. Pliss adopt me. Ich glaube, du musst noch mal in einen anderen Server gehen. Warte, nein. Wir suchen. Wir suchen ja, wo können die nur alle sein? Ah, hier ist einer. Ich frag mal. Please adopt me. Please adopt me. Nein. Warte, dann muss ich mal Trades ausmachen. Genau. You can trade with me, friends. Please adopt me. Ach Gott, guck mal, ist das süß mit diesen ganzen pinken Sparkles. Das will ich auch mal mit den Sternen. Adopt. Jimmy, please adopt me. I know family. Oh, wie witzig. Und? Und? Was macht sie? Was sagt Lara? Oh. Lara will dich nicht adoptieren. Okay, hi. Hi. Ich mache ein Bild als Pet. Ich mache ein Bild als Pet. LOL. LOL. Digga, hat mich jemand erkannt. Ja. Oh mein Gott, ey, warum bist du? Unsichtbar. Da. Eva? Oh Gott. Nein, ich bin Pet. Ich bin Shadow Dragon. So heiße ich doch, guck. Ja, und King Muffin. Ja, King Muffin, Shadow Dragon. Ich bin unsichtbar, das bin ich. Ach Gott, wie witzig. Wo bist du? Ich bin unsichtbar, das bin ich. Mhm. Dann kann ich nicht sehen. Ich bin eine Form von Shadow Dragon. Die sind wahrscheinlich jetzt total frustriert. Jetzt haben sie dich mal im Spiel gesehen und dann bist du unsichtbar. Als Shadow Dragon. Wie könnte dich denn jetzt jemand adoptieren? Was müsste der machen? Oh, dann müsste ja sagen einfach. Ach so. Schreib nochmal, please adopt me. Please adopt me. Wenn hier jetzt keiner sagt ja, dann wechseln wir vielleicht Server. Ja. Ja, ist halt blöd, dass da King Muffin steht anstelle Shadow Dragon. Hi. Machen Bild. Ein Bild als Pet. Lol. Okay, gut. Mache jetzt. Ich denke, wir wechseln jetzt mal Server. Ja, genau. Machst du Video? Habe ich doch gerade gesagt. Ja. Oh. Danke. So,
Sollen wir jetzt Server wechseln? Ja, wechseln nochmal Server. Vielleicht adoptiert dich dann da. Oh, da ist jemand ein Fan von Ava. Guck mal. Oh, danke. Hashtag Darf Ava. Darf ich dir was schenken? Nein, danke. Nein. Danke. Vielleicht kannst du ihr ein Ei geben. Warte mal, also... Nehmen wir Videos. Okay, gut. Ich gebe euch... Also, ich gebe euch mal beide Sachen. Okay, gut. Spaß schon. Hier unten. Ich gebe dir einen Otter. Und ich gebe dir einen Otter. Ja. Bitte, nein, danke. Nein, ihr müsst mir nichts schenken. Hast nee, also wirklich, das geht nicht. Wir können von euch nichts annehmen. Das ist super lieb von euch. Aber ihr sollt eure Sachen selber behalten. Und wenn wir euch sehen und ihr habt Club Ava im Namen, dann können wir euch was geben. Perfekt, du bist eine Dottie. Jetzt brauchst du nur noch Club Ava im Namen. Dann kann ich auch was schenken. Das war unser Hund. Der liegt nicht bei Ava auf dem Schoß. Und macht witzige Geräusche, die wie erhältlich waren. Hier schreibt schon jemand OMG Ava. Oh. Und ich geb dir jetzt was. Hi, und? Hast du Club Ava im Namen? Hi. Wo sieht man das denn? Warte, warte. Ja! Yay! Ja. Yeah. Das hat lange gedauert, bis wir das gesehen haben. So, warte, give item from backpack. Du bekommst jetzt ein Rabbit. Ah, ja, sie ist die echte. Ach, wie süß. Da hattest du halt nicht Club Ava, Mann, dann konnte ich dir nichts geben. Ach, kommen ganz viele. Wie süß. Wir schauen jetzt mal, ob Ava jemand adoptiert. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn jetzt alle schreiben, dass sie dich erkannt haben. Schreib doch einfach mal Please Adopt Me, mal gucken, was passiert. Keiner will die Ava adoptieren. Warum? Please Adopt Me. Oh, das ist hier ein Red Server. Wow. Nice. Die Frage ist, ob dich jemand adoptieren will. Die merken das gar nicht, dass du da als Pet unterwegs bist. Oh, jetzt gehen uns schon die Lampen aus. Warte mal. Ich denke, hier schreibt jemand Family. Okay. Und dann wird sie doch adoptiert. So auf letzter Strecke. Yay, die Ava wurde adoptiert. Warte, warte, ich habe hier gerade eine... Yay. Warte, ups, ich... Oh, und da ist auch jemand vom Club Ava. Cool. Oh. Okay, und was macht sie jetzt, so, nachdem sie dich adoptiert hat? Ach, die nimmt mich da und hoch. Ach so. Nein! Das klingt auf dem Papier einfacher, als es in der Praxis ist. Ne? Ja. Ach Gott. Naja. Okay, Leute, ich denke, das hat nicht so funktioniert, wie wir dachten. Aber immerhin bist du einmal adoptiert worden. Das ist doch besser als nichts, ne? Dann gehen wir jetzt mal in Avas Roblox-Gruppe und gucken, wie viele Mitglieder die schon mal hat. Ja! Oh, 6500! Oh. Sind schon wieder 500 mehr als gestern. Wie krass schnell das wächst. Das ist ja cool. Haben wir. So viele Leute. Wahnsinn. Danke, danke, danke. Na dann, schau mal, wen möchtest du grüßen? Mal schauen. Erstmal grüßen wir... Oh, wer ist das denn? King wieder die... Deinen Namen genommen und eine 2 dran gehängt. Und dann hier drin. Ja. Ach, wie süß. Okay, komm, wen grüßt du? Ich grüße heute mal Hallihallo Millie Maus 007. Hallihallo. Noxa-Roblox. Hallihallo. Dann danken wir euch recht herzlich fürs Zuschauen. Lasst uns einen dicken Daumen nach oben da und wir sehen euch dann beim nächsten Mal. Bis dann, lieben. Ciao.